Ja, meine Freunde, was geht ab, Boys? Ich bin am Start mit einem neuen Let's Test. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Heute spielen wir Kingdom of Heroes. Und willkommen zum Global Release. Das heißt, das Spiel ist noch relativ jung. Jedenfalls, der globale Release war vor 5 Tagen oder so. Was ganz cool ist, dass das noch nicht so Jahre alt ist und dass dann alles schon so, keine Ahnung, Endgame 10 Millionen und so. Ihr versteht schon, was ich meine. Das heißt, das ist immer schön, wenn Spiele relativ frisch sind. Und dementsprechend testen wir das heute. Das Ganze wurde mir auf Discord vorgeschlagen. Wenn ihr auch ein Spiel vorschlagen wollt oder alles Mögliche über neue Apps und so erfahren wollt, oder euch einfach mit Leuten unterhalten wollt, die auch ganz viele Spiele spielen, dann kommt gerne in meinen Discord-Server, Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal als Guest, um uns das Ganze einfach mal anzuschauen, wie das aussieht und ob es hier irgendwas Besonderes gibt, das das Ganze von anderen Spielen ein bisschen unterscheidet. Das ist natürlich das Schönste. Was mir direkt auffällt? Positiv. Das ist direkt mit Voice Pack. Also das haben wir auch eben gesehen, als wir das runtergeladen haben und das Ganze auf Japanisch läuft. Das ist ganz schön, wenn das Ganze vertont ist. Macht das Ganze bei so einem, naja, Mobile Game natürlich noch schöner, als wenn es nur Text ist. Ich lasse das mal ein bisschen laufen. Wir skippen nachher aber wahrscheinlich einen größten Teil der Story. Falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch die ja selbst durchlesen. Wir wollen ja eher die Spielmechaniken uns anschauen. Was das Spiel so bietet. Ich wollte mir nur die weibliche Stimme mal anhören. Ist ganz schön gemacht, muss ich sagen. Also es sieht optisch schon sehr schön aus. Sif bekommen wir. Hi, Sif, Priesterin. Ah, hier sehen wir auch direkt die Skills. Aktuell, wie ihr seht, nur auf Englisch verfügbar. Ich denke, das ist kein großes Problem für die meisten von uns. Selbst wenn man nicht alles übersetzen kann. Man kennt so eine Art von Spiel und erfährt relativ schnell, was das Ganze bedeutet. Also, das heißt, wir skippen das Ganze jetzt hier mal ein bisschen, aber es sieht schön aus und sie scheinen sich Mühe zu geben. Und wir hüpfen direkt ins Geschehen. Wir haben gar nicht so eine lange Story. Ich dachte, es ist erstmal so 10 Minuten Story, okay. Und hier haben wir natürlich dann, wie in fast allen Spielen, erstmal unseren PvE-Bereich, um ein bisschen zu leveln, also Szenario quasi. Und wir beginnen einfach mal mit dem Kampf. Und wir packen den in den Leader-Spot und dann unsere Heilerin noch rein und dann drücken wir auf Start. Okay. Mir gefällt das Artwork sehr, sehr gut bisher, muss ich sagen. Wow, animierte Loading-Screens, damn. Einfach, man merkt schon, dass einige schöne Features ins Spiel eingebaut wurden, die ins Auge stechen, wo die sich Mühe gegeben haben. Also das Ganze ist hier nicht gesponsert oder so, ne? Das ist jetzt, ich habe es vor 10 Minuten entschieden, dass ich das Spiel jetzt aufnehmen werde. Falls die Entwickler zuschauen, schreibt mich an. Nein, ich finde es ganz schick bisher, muss ich sagen. Aber wir müssen herausfinden, ob das Spiel auch ein bisschen mehr bietet. Dementsprechend werden wir dann gleich herausfinden, ob es ein Merkmal gibt, das heraussticht. Fällt das Wort gerade nicht ein. So, wir haben das anders als in anderen Spielen. Also, als in SW oder so, dass unsere Monster sich nicht bewegen, sondern es erinnert eher an so ein Tactics-Spiel, ne? So ein bisschen, naja, ich will es nicht Final Fantasy Tactics damit vergleichen, aber ja, eher so in Richtung Strategiespiel, dass wir unseren Leuten auch eine Position geben und dass wir auch, also wir sehen hier unten rundenbasiert, oben links Zeit. Das heißt, wir können unseren Dude jetzt, oh, ich dachte, ich muss den erst auswählen, bevor, okay, das heißt, ich gehe erst und wähle dann einen Skill aus. Okay. Ja, dachte ehrlich gesagt, dass ich ihn erst auswählen muss. Deswegen war der erste Turn von mir ein bisschen wasted. Aber gut, lernt man dadurch. Dann gehen wir mal nach hinten und machen dann den Skill bei... What? Ich bin auch ein bisschen irritiert, weil wir die Position dann irgendwie wieder wechseln. Weil ihr habt ja gesehen, ich bin nach da oben gelaufen und dann sind wir wieder dahin gelaufen. Muss ich mich ein bisschen noch einfinden, wie das Ganze klappt. So, wir haben ihn auf jeden Fall geheilt und ein bisschen Defense gegeben. Okay. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Also ich versuche jetzt hier hinzugehen und dann den Skill zu machen.
auf ihn. Okay, diesmal sind wir nicht weggegangen. Hat mich ein bisschen irritiert. Das lag aber nicht am Spiel, sondern wahrscheinlich an meiner eigenen Dummheit. Ach so. Also sie braucht anscheinend ein bisschen Platz, um den Skill auszufügen. Und dementsprechend ist sie dann ein Stück weggegangen, damit sie überhaupt den Skill auslösen kann. Interessant, okay. Ich sehe ein paar Spammer im Chat, das ist natürlich nervig, aber kann sein, dass die demnächst dann rausgeholt werden. Okay, das heißt, selbst wenn wir jetzt automatisch, also wenn wir diesen Skill hier wählen, dann läuft er automatisch dahin, um in die richtige Position zu gehen. Okay. Ja, also mit ihr können wir den hier angreifen, weil die braucht ja anscheinend zwei Felder. Ob das auch irgendwo steht. Wir wollen jetzt diesen Skill machen. Mal sehen, ob das klappt. Machen wir einfach mal. Ja, okay. Doch, ist ganz cool, muss ich sagen. Also auch von den Animationen her. Sehr schick gemacht. Mal was anderes. Vor allem mit diesen Turns und so. Das mag ich eigentlich ziemlich gerne. Ich habe damals Final Fantasy Tactics geliebt. Ja, okay. Schauen wir uns das mal ganz weiter an. Wir können jetzt schwören, einen neuen Helden summon. Das ist, glaube ich, bei allen dieser Art von Spielen gleich, dass man sich irgendwelche Helden oder Monster oder was auch immer beschwören muss. Das ist das, was uns süchtig macht und womit die Spiele ihr Geld verdienen. Okay, wir haben Crossbow. Okay, natürlich sehr schlecht, nur 2-Star, aber reicht wahrscheinlich fürs Tutorial für uns. Okay, wir haben hier die ganz normalen Elemente, kennen wir ja das Konzept. Main Quest. Okay. Silver Coins. Und dann gibt es hier natürlich so diese Aufgaben, die wir abschließen müssen. Wahrscheinlich haben wir so eine Hauptstory, was wir ja gerade gesehen haben. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch Daily Missions und so. Und wir geben Energie aus, wenn wir kämpfen wollen. Kennen wir. Ja, aus zahlreichen Spielen. Und das Konzept klappt ja ganz gut. Okay, so. Mal sehen, ob es hier irgendwas Besonderes ist. End Turn können wir auch machen, okay. Wir gehen diesmal einfach mal nach hier vorne. Und da wir keinen angreifen können, beenden wir einfach mal den Turn. Der läuft dahin, der läuft dahin. Unsere Priesterin könnte den Typ hier schon mal angreifen. Oder wir könnten die Buffs nehmen. Wir machen einfach mal das hier. Deswegen geht es hier an ein Feld nach vorne. Dann klicken wir nochmal an zum Confirmen. Und der Dude, der hat bestimmt einen langen Skill, oder? Focus fires the target enemy, knocking them back one tile. Okay, also er schickt den sogar ein Feld zurück. Versuchen wir mal, ob das hier sogar klappt. Ah, da muss er, okay. Da muss er gehen. Dementsprechend können wir auch... Ja, ist okay. Versuchen wir das Ganze mal. Ja, okay. Okay. Ganz cool, muss ich sagen. Ich glaube, da kommen. Wir können nicht auf ein Feld mit unserem Dude hingehen. Also mit unserem Freund. Dementsprechend gehe ich mal hier hin und finische den. Und mit unserem Archer, den heal ich jetzt auf jeden Fall mal. Und ich gehe mit ihm mal ein bisschen zurück. So. Und setze dann jetzt unseren Skill ein. Okay. Das heißt, es ist nicht so, also wenn wir falsch gegangen sind, ist das nicht, dass unser Zug dann direkt vorbei ist. Sondern wir können auch nochmal weitergehen und dann, weil ihr habt ja gesehen, ich weiß nicht, wie die unterschiedliche Entfernung von den einzelnen Skills ist, also ob der ein Feld entfernt sein muss oder zwei Felder. Dementsprechend ist dann nicht der Turn vorbei, wenn man sich verklickt hat oder so. So, nächste Runde. Versuchen wir das Ganze nochmal. Wir gehen mal nach hier und beenden unseren Turn. So, werden direkt angegriffen. Heilerin geht einfach mal nach hier und das war's dann, macht nichts. Und ihn schicke ich mal nach hier und dann könnte ich ihn hier sogar schon angreifen. Okay, so. Also anscheinend wird er nicht ein Feld zurückgeschickt, sondern kann dann in der nächsten Runde vielleicht nur ein Feld gehen, wenn ich es richtig verstanden habe oder so. Könnte natürlich sein. Wir geben ihm mal einen Defense Buff. Schauen wir das mal. Hat er keinen Defense Buff gegeben? Es war auf jeden Fall ein Cleanse, muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen, was dann noch stand. Ich habe anscheinend das falsch verstanden. Ich dachte, wir geben Defense Buff, ich lese mir nochmal durch. Wir werden... Ach
So. Okay, nee, dann habe ich irgendwas falsch gelesen. Hier ist der Defense Buff. Ah, okay, also wir healen hiermit und geben Defense Buff. So, okay, verstehe. War jetzt unnötig, weil wir den jetzt eh finishen, aber ich wollte nur gucken, wie es mit den Skills ist. Ich muss sagen, bisher finde ich das Ganze ziemlich cool. Ja, sehr schick gemacht und ja, ein bisschen mal was anderes, muss ich sagen. Also vom Grundprinzip natürlich gleich, wir haben jetzt auch Runen, noch mehr gleiches Zeug, aber dieses Kampfsystem finde ich sehr interessant. Es kostet natürlich Zeit, weil man sowas meistens dann auch eher manuell spielt. Kann man bestimmt auch, wenn man Stufen aufgestiegen ist, auch im Automodus laufen lassen. Aber ist ganz schick. Ja, Runen aufwerten, wir kennen es. Was ich da aber gerade gesehen habe, es gibt anscheinend eine Custom-Upgrade-Funktion, also eine Auto-Upgrade-Funktion, das weiter aufwertet. Das ist sehr schick. Das finde ich sehr cool. Okay. Gut. Was haben wir denn für verschiedene Runen? Mehr HP, dann mehr Attack, also Fatal, dann haben wir Crit Rate, dann haben wir Tempo-Runen, Fokus-Runen, Wächter-Runen, Widerstands-Runen, Vampir, Rache, Erdbeben, das ist Qual, Explosion ist Zorn. Wir haben keine Gewalt-Runen in diesem Spiel. Aha, aha. Okay, und wir haben auch diese Funktion hier. Also sowas erinnert an SW. Das soll jetzt nicht heißen, dass das von SW geklaut wurde oder so. Aber ja, wir können die auch erwecken. Dafür brauchen wir Material. Also gibt es ja auch in tausend anderen Spielen. Ne? Hat nur sehr daran erinnert. Gibt jedenfalls keine Gewalt-Runen in diesem Spiel. So, dieser Skill, der muss noch freigeschaltet werden. Hier haben wir unten... Oh, wow, das sieht ganz cool aus da unten, muss ich sagen. Das sieht sehr cool aus. Ich meine, das ist sehr schick. Ich meine, bei so frischen Spielen, das gibt es ja schon länger, aber jetzt Global Release frisch, ist es sehr anfängerfreundlich, dass alles sehr schön erklärt ist, dass so hier rechts geschrieben ist, was man braucht, um Skills aufzuwerten. Ja, also wir wissen ja nicht, was hier in diesem Spiel ein Devilmon ist. Und da steht sogar, wo man das dann direkt bekommt, was echt nett gemacht ist. Wow. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen, bisher. Ja. Okay, und Tutorial ist schon durch. Wir können uns jetzt hier mal in Ruhe umschauen. Wir haben natürlich ganz viele Packs wieder, die sehr viel Geld kosten. Kennen wir aus aller möglichen Art von Spiel. Wir kriegen hier aber eine Gratis-Belohnung. Das ist schon mal ganz schick für uns, ohne Geld auszugeben. Und ja, dann kann man hier bestimmt auch mit anderen Währungen Sachen kaufen. So, Achievements gibt es hier auch. Also wie eben schon gesagt, Daily Missions und Path Guide. Ja, kennen wir. Ich finde es schön, dass das Ganze auf Japanisch ist. Natürlich eine... Ja, sehr positiv bei mir. Heißt jetzt nicht allgemein, dass das jeder toll findet. Ich finde das Ganze toll. Und ich liebe es, wenn die Japanisch gehen. Ist ja ein sehr guter Synchronsprecher. Sam werden wir gleich mal. Jetzt habe ich zu früh darauf geklickt. Wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an. Events gibt es hier auch. Finde schön, dass man überall so ein bisschen was gratis einsammeln kann. Also Daily Sachen, die man einsammeln kann. Das ist immer sehr schön. Es gibt Happy Hour. Und dann gibt es hier das, den Wunsch. Also quasi unseren Wunschbrunnen. Kriegen wir Feueressenz. Ich glaube, es war sogar eine hohe Feueressenz. Ja, also ihr seht schon, sehr viel ähnlich. Login-Bonus. Aber sehr schick vom Optischen her. Da bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. So, hier können wir vielleicht ein paar Sachen einsammeln. Wir sammeln alles ein. Schicke Sachen. Dann kriegen wir hier sogar was, weil... Oh, ein Forster sogar in Dark. Wow. Weil wir jetzt bei der... Weil das Spiel erst frisch ist und wir uns jetzt in dieser Phase nach dem Global Release das runtergeladen haben. Wow. Nochmal extra Energie und dann kriegen wir hier Pre-Registration nochmal eine Dark. Ganz schick, muss ich sagen. Was? Oh mein Gott. Damn, wir kriegen direkt sicke Runen.
Dark Awakening Pack kriegen wir für unser Monster, das wir da eben bekommen haben. Und wir kriegen ein Net 5. Ich darf mir eins aussuchen. Oh boy. Oh boy. Ich habe natürlich keine Ahnung, welches am sinnvollsten ist. Deswegen wähle ich jetzt hier in diesem Video keins aus. Ist aber mega cool, dass uns diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und die sehen echt schick aus. Ich weiß nicht, was diese Prozentzahl da unten bedeutet. Also dieses 35,9 hier und 1% hier. Ich habe keine Ahnung. Hero Selection Rate. Ach so, die wird wahrscheinlich am häufigsten genommen. Ja, anscheinend. Also soll die wahrscheinlich sehr gut sein. Sieht voll süß aus. Man. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, wenn ihr das cool findet, lasst einfach ein Like da. So wie immer hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen und nicht nach 15 Minuten oder so. Aber ja, sehr hübsch. Mir gefällt ja, wie gesagt, der Artstyle. Lilith gibt es. Ja. Wie gesagt, mache ich nicht jetzt. Wir werden ja auch gleich erstmal beschwören. Aber das ist schon eine schicke Sache. Wir haben jetzt die hier bekommen. Vrtr, wie auch immer man den Namen ausspricht. Und dann haben wir hier, wie heißt die? Freya. Freya. Ganz cool. Ah, hier sie. Ah, jetzt verstehe ich das, was dieses Skill Target Area. Okay, da sieht man, in welchem Umkreis man die Gegner angreifen kann. Wie viel Abstand dazwischen sein muss und so. Damn. Cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Okay. So, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Achso, da können wir noch nicht draufklicken. Okay. Da müssen wir erst die anderen Sachen clearen. So, also wir haben hier unsere normale Story. Wie es aussieht mit... Ah, okay, ich sehe es schon. Wir haben hier oben Arena. Wir haben hier unten unser TOA. Dann haben wir unser Rune Dungeon. Und wahrscheinlich gibt es da auch Magie-Essenzen. Dann gibt es Outer Realm. Keine Ahnung, was das genau ist. Dann haben wir Tartarus. Der Name kommt uns sehr bekannt vor. Ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber... Ja. Natürlich, wie gesagt, man kennt ganz viel. Das ist sehr schick, dass das da oben nochmal angezeigt wird. Dem also vom Optischen muss es sich definitiv nicht hinter Summoner's War verstecken, muss ich sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es auf jeden Fall, dass es sehr schick gemacht ist. Und klar kennen wir einiges von den Sachen, die jetzt hier genutzt werden. Aber ich finde, es unterscheidet sich schon ziemlich und ist sehr schick gemacht. So, wir beschwören jetzt mal zum Schluss. Wir haben leider nur 10 Kristalle, deswegen können wir nicht hiervon was bekommen. Man kriegt garantiert einen Forster, das ist ganz schön. Das Bunny Girl hätte ich gern. Ich will ein Bunny Girl, wieso habe ich nur 10 Kristalle? Voll zählt. Haben wir irgendeine Schriftrolle? Ich dachte, wir können irgendwas beschwören. Ja, wir können das normale Beschwören machen. Wow. Okay, machen wir die normale Beschwörung. Nur 1-2-3 Star, nichts Besonderes. Wir haben halt nicht direkt was Cooles, aber wir kriegen ja, wie gesagt, dieses Net 5 da. Undine, die sehen sehr hübsch aus vom Artstyle her. Kriegen ja dieses Net 5 da. Da schaue ich mich mal um, welches das sinnvollste wäre. Aber ja, die sieht auch ganz süß aus, muss ich sagen. Hier sehen wir auch die Wahrscheinlichkeit, Net 5 zu bekommen. 1,5% ist auf jeden Fall viel höher als in Summoner's War. Das heißt, hier gibt es öfter Feuer, Wasser, Wind, Net 5s. Wie es bei Light ist, das steht hier, so wie ich sehe, nicht so. Ja, also ist auf jeden Fall sehr schick. Oh, hier steht aber die Wahrscheinlichkeit von den einzelnen Monstern. Cool. Cool. Also sehr schick gemacht, muss ich sagen. Also wie ihr seht, gibt es gar nicht so extrem viele Monster. Bin auf jeden Fall sehr begeistert. So, das soll es mit diesem Spiel gewesen sein. Das ist ja auch hier nur die Test. Also wir sind ja nur Guest. Ich glaube, den Account kann ich auch umwandeln. Aber sonst erstelle ich einen neuen Account. Aber ist sehr cool. Also wie gesagt, wenn ihr mehr von sehen wollt, lasst ein Like da. Und ich bin sehr angetan bisher, muss ich sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.